Hey ho, meine Lieben, heute ein Dry-Aged Rumpsteak, geräuchert und gegrillt. Indoor, jawohl. Das habe ich mal auf der Messe von Your Beef mitgenommen. Ja, und was reden wir lang? Gehen wir rüber zu meiner kleinen, aber feinen Räucherkuppel. In der, ja, kleinen, aber feinen Küche. Ganz genau, auf geht's. Ja, Roastbeef, Rump Steak. Mann, das Räucherteil. Dann habe ich hier Räucherchips Buche. Ich wollte ja die Hickory nehmen, aber die sind für morgen gedacht. Ja, morgen mache ich nochmal ein Video mit dem Gerät hier. Und das wird doch ziemlich aufwendig werden. Dann tun wir mal hier ein paar von den Spänen rein. Gleich einmal sozusagen vorbereiten. So. Feuerzeug muss ich noch holen. So. Trockentopfen. Dazu, ja, werde ich bloß ein bisschen Salat essen. Also nichts Aufwendiges heute. So, und jetzt? Tada! Im Live-Video habe ich ja gesagt, ich gehe in den Keller und suche das Ding. Hab's genau da gefunden, wo ich es vermutet habe. Da klemmen wir jetzt das Teil einmal rein. Na? Bleib so stehen. Wunderbar, wunderbar. So. Dann meine Räucherkuppel. Sozusagen, aber ich sehe gerade, man sieht so gut wie nichts. So, einfach eine Tortenform beim Thomas Philips war es, glaube ich, für 4 Euro gekauft und fertig. Noch ein paar Plastikbrösel vom Born da. Da stellen wir das Teil jetzt einfach rein, machen den Deckel wieder zu. Also, ich habe das jetzt auch noch nicht ausprobiert. Ich bin auch gespannt. Dann schalten wir hier ein. Entzünden die Späne. Und pumpen alles in die Box rein. Nachfeuern noch. Fenster noch nebenbei aufmachen. Zwecks Rauchmelder. Unten muss ich mir noch was überlegen, dass das vielleicht etwas dichter wird. Ja, mal schauen nach einem Dichtband oder so. So, die Späne sind gleich weg. So. Ja, und so. Lassen wir jetzt die Räucherkammer, ist ja im Prinzip eine, einfach eine Weile stehen. Hoffen, dass der Rauch untenrum
nicht zu sehr jetzt noch rauszieht, aber das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, ein paar Verrückte. Naja, ich hätte es ja auch getan, aber egal. Und so lassen wir es jetzt einfach mal 5 bis 10 Minuten stehen, das Fleisch. Ja, mindestens 10 Minuten. Eventuell haue ich noch ein paar Chips hinterher. Oder auch nicht. Nach 6 Minuten circa klärt sich hier drin schon wieder alles. Kein Problem. Räuche mal ganz einfach nochmal nach. Eieieiei. Ich bin ja echt gespannt. Einfach nochmal so eine Ladung durchjagen und gut ist. Unten drückt es jetzt natürlich durch den Überdruck, was da drin herrscht, den Rauch wieder raus, aber nachher dann, ja, wird es dicht. Sozusagen, wenn keine frische Luft mehr reingedrückt wird. Frische Luft? Geräucherte Luft. ja, das ist jetzt sozusagen Kalträuchern, aber ein Rauchgeschmack wird definitiv hinkommen und eine geile Geschichte. Mann. Einfach nochmal vollpumpen und nochmal 5 Minuten stehen lassen. Und dann kann ich jetzt eigentlich schon mal den Grill soweit vorbereiten, dass wir das nachher auf dem Grill drauf wuchten. So, das war's schon wieder. Jo, hey, dann wären wir soweit. Und wir machen auf. Hui! Oh, es riecht geräuchert. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, nehmen wir das Stückchen, stelle ich schon mal zum Grill und schalten ein, Wasser ist schon drin und euch hole ich gleich mit rüber. Mittlerweile habe ich meinen Salat auf dem Teller und jetzt tun wir das Teil schön angrillen. Ich verzichte jetzt heute auf den Ventilator. Ich hoffe, das war kein Fehler, aber es sind alle Fenster offen. Ja, und dann grillen wir das Teil einfach mal. Dann gleich das hier nach hinten rutschen. Und da zieht der Rauch richtig schön ab heute. Wunderbar. Nein, die kommen nicht zu mir. Ein bisschen noch. Ja, lassen wir es gut sein. Da haben wir das Prachtexemplar. Ich lasse jetzt noch ein bisschen ausräuchern hier und ja, dann mache ich mein Fenster wieder zu. So, noch ein klein bisschen Steakpfeffer drauf,
Dann nimmt jeder den, was er will. Ich habe meinen von Klaus Grillt. Alle anderen sind, glaube ich, leer. Oder müsste ich mal nachgucken. Aber der ist, ja, sehr gut. Und jetzt schneiden wir es hier mal ein größeres Stück schnell ab. Dann seht ihr den schönen rosa Kern. Also, so gefällt mir das sehr, sehr gut. Zu rosa, blutig, ja, wäre es nichts für mich. Und jetzt ab in den Hals. Exquisit. Ein bisschen Salz muss ich zusätzlich noch drauf träufeln. Wo haben wir es? Kommt da noch was raus? Ja. So. Aber das sieht schon mal hammergeil aus. Und es hat tatsächlich ein bisschen Rauchnote dabei. Das ist mal richtig geil. Also wer sagt, und zu Hause kann man nicht grillen, nicht räuchern, der liegt komplett falsch. Seid gespannt, was ich als nächstes mache, sprich morgen. Das, vielleicht hat es da hinten schon jemand gesehen, was rumliegt. Ist am Auftauen und da mache ich dann morgen auch nochmal was richtig Geiles, was aber definitiv etwas länger dauern wird. Ja, und wenn das kleine Video heute gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, täte mich natürlich alles freuen. Und in diesem Sinne sage ich hasta la vista an Gurden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lecker.